Ja, hallo liebe Leute, ich habe mich hier willkommen zu einem weiteren Battleground Commentary bzw. Epic Battleground Commentary und zwar 1000 Winder als Verstärker Schamane. Der ist aktuell 236 Item Level, 247 PvP Item Level, spielen nach wie vor das Schicksalswinde Legendary und dann spielen wir hier gerade Schamanismus, wir spielen statisches Feldtotem und diesmal mal wieder anschwellende Wellen. Vielleicht kommen wir nämlich hier zu der ein oder anderen Solo Action. Dann spielen wir nach wie vor Stormkeeper, einfach weil ich es gerade in großen BGs bei Weitem mehr mag als Zerschlagung. Zerschlagung ist meistens in Arena oder in 1v1-Situationen bei Weitem besser, aber Stormkeeper im Zerg ist immer mega nice. So, klassische 1000-Winter-Taktik. Alle gehen zum versunkenen Ring. AOE-Stealth geht an und dann wird hier erstmal geschaut, ob wir hier den einen oder anderen schon mal attacken können. Da haben wir schon mal einen Hunter, den können wir gleich hier einsperren. Da stellen wir einen Stun oben drauf. Vielleicht können wir ihn instant snacken. Da ist er tot oder er ist gerade nicht tot. Er schält es gerade noch vorher. Ich würde mal sagen, wir poppen hier einfach direkt, damit wir so viele wie möglich down kriegen, bevor der ganze Zerg von denen da ist. Wir fokussen hier den Paladin gleich. Snipen rein. Oh, Kettenernte geht durch. Stormkeeper geht an. Schauen, dass wir gleich hier rein farmen mit Kettenernte. Boah, das geht gerade nicht. Denunzierungsblitz wird gekickt, sonst hat er nämlich hier Big Damage am Start. Wir gehen hier schon mal Wall präventiv und stellen hier einmal kurz unseren Erdelementar auf. Da kriegen wir nämlich ein bisschen mehr HP dadurch noch zusätzlich. Machen hier unseren Sprint, ziehen unsere Hunde, kicken das. Und dann schauen wir, dass wir hier durchkommen. Vielleicht kriegen wir den hier down, den kriegen wir down. Wir stellen noch einen Heal-Totem nebenbei auf. Wir sind hier nämlich ein bisschen im Fokus gerade, wie es aussieht. Gehen hier wahrscheinlich down. Wir werden anken, ziemlich sicher, damit wir hier gleich wieder mit dabei sein können. Wir haben gerade ein bisschen viel gefressen. Anken hier einmal kurz raus und schauen, dass wir ein bisschen zurückpushen können. Weil hier hinten ist eigentlich der wichtigere Zerg. Schon haben wir hier ein bisschen regen können gerade. Hier uns hier einmal Tyrann geht an. Wir stellen hier einmal das Totem auf, damit er nicht rauskommt. Dann killen wir ihn und dann looten wir. Hab gerade nicht gesehen, ob er nämlich hier einmal noch seinen Stuff anhat, damit er hier nochmal neu aufstehen kann. Dann stellen wir noch ein Slow-Totem und wir haben die Base, wie es aussieht. Sehr, sehr nice. Ich muss sagen, dass ich hier, seitdem sie es geändert haben, habe ich hier in der Attack 1000-mal öfter gewonnen als in der Death. So, wir stellen nochmal, wir haben noch Burst-Totem ab. Wir killen den Schamanen, looten den Schamanen, haben den gelootet, machen Stormkeeper an, Trinket hier. Oh, der Stormkeeper-Snipe. Schau dir den Damage an. Das ist so nice, Alter. Ich liebe dieses Talent. Ich liebe das auch, dass er so wenig picken einfach. Es ist immer noch mega nice, halt. Wir schauen, dass der hier jetzt helfen kann. Stellen ihm gleich hier noch ein Slow-Totem auf. Slow-Totem steht. Er kann mich nicht wirklich hitten gerade. Wir zünden ihn hier einmal an mit Flameshock, damit er nicht komplett wegkommt. Wir können hier einfach hardcasten. Ah, okay, ist schon vorher down. Wir können nämlich sonst einfach hardcasten. Da kriegen wir ihn nämlich so auch nochmal down. Also wir haben hier einmal einen Rogue im Stealth. Ob ich den kriege? Random Stun-Totem? Aus nix? Oh, schade. Ich hätte so gelacht, hätte ich den gerade einfach gefunden da. So, okay, wir gehen jetzt nach vorne. Wir haben nämlich ein paar Fahrzeuge. Das Ziel ist es in 1000 Winder. Wer das BG noch nie gespielt hat, Flammen auch, also in der Death ist es die Türme hier zu zerstören. Wenn wir die Türme zerstören, dann verlieren sie massiv Zeit hier oben von der verbleibenden Zeit und das BG bei Weitem kürzer. Die 41 Minuten sind wirklich nur, wenn es ein richtig langes Zerg-BG wird. Aber wir schauen, dass wir hier ein bisschen nach oben kommen. Natürlich haben wir beide Fahrzeuge mit am Start. Kann man das eigentlich kicken? Das kann man nicht kicken. Wir sollten schauen, dass wir die hier beenden können einfach mal. Dann stellen wir nämlich hier unseren Staff auf und schauen, dass wir hier drüber fahren können. Kriegen hier aber noch ziemlich ins Gesicht, weil die Geschütze oder die Fahrzeuge machen natürlich massivst Damage. Da muss man immer sehr aufpassen. Und der hat mich ja gerade komplett angezündet hier. Deswegen schicken wir mal die Hunde rüber. Wir helfen überhaupt bei dem Fahrzeug hier. Das ist nämlich schon eher down. Und dann killen wir ganz fix den Hunter. Snipe. Oh mein. Lol, ich habe irgendeinen Random Rogue aufgedeckt. Was soll der Damage gerade, weil Star-Tot, der fährt voll rein. Wir machen Stormkeeper nochmal an. Fahren hier drüber. Hauen den Stormkeeper einmal hier in den Vari rein. Das macht jetzt nicht so viel, weil er Ignore Pain anhatte. Aber oh mein Gott, Alter. Hat Kettenernte gerade gehittet. Einfach komplett drüber gefahren über den. Dann schauen wir mal, dass wir hier chasen können, damit wir die hier vorne wegdrängen von der Base. Weil sobald wir die Base haben, können wir die Türme leichter killen, weil sie logischerweise nicht direkt neben uns Fahrzeuge bauen können. Denn jetzt können sie natürlich hier auch wieder voll aufbauen gerade. Schauen, dass wir die hier anzünden gleich. Schauen, dass wir hier drüber fahren. Da will nämlich unsere Milis hier shredden, wie es aussieht. Da haben wir ihn eh schon down. Der spielt sogar auch Stormkeeper. Aber das ist ein Ele, oder? Ja, das ist ein Ele. Schade, ich dachte, das ist ein... Dachte, das ist ein Enhancer-Freund, ein Stormkeeper-Freund. So, du willst wieder Raketen schießen, glaube ich. Das war nämlich gerade vorher der eine auch, der Raketen geballert hat. Kommen wir da gerade rüber? Da kommen wir sogar rüber. Bin jetzt sicher, was er hier vorhat. Deswegen schauen wir, ob wir hier ein bisschen rüberkommen. So ein bisschen, sneaky. Der Hunter haut auch schon rein hier drüben. Der sieht schon kommen hier. Wir stellen hier unser Totem gleich auf. Dann sperren wir ihn hier rein, stellen schon an die vier Totem einfach zur Sicherheit hier, gehen hier Wall einmal kurz.
Ja, vier Tier, wir können es aber nochmal kicken. Wir haben gleich Kettenernte. Kettenernte geht raus für Big Heal. Er hat Battlemaster und alles gerade am Laufen hier. Wir können eine Aszendenz ziehen. Vielleicht können wir ihn auf Range snipen. Healen uns nochmal. Oh, ich kriege ihn nicht down. Oh mein Gott, Alter. Wie viel Heal hat der Warlock halt einfach? Würde mich gerade interessieren. Oh mein Gott, der hat 65.000 Healing dann gerade. What? Not bad. Not bad. Der hat mich mal komplett outhealed gerade. Der hat mich mal komplett outhealed. So, wie sehen wir hier aus gerade? Das sind unsere Fahrzeuge. Wir sind nach wie vor im Zerg. Das Ding ist, wir sind ausgeglichen. Das heißt, es ist nicht vorbei hier, das BG. Wir sind 12 Fahrzeuge gegen 12 Fahrzeuge gerade. Das heißt, es ist ziemlich, ziemlich ausgeglichen. Was wir nicht wollen, ist, dass der hier einfach tappen geht gerade. Der Enhancer geht mich hier direkt stunnen. Wir gehen hier erstmal für die Heals und dann schauen wir, dass wir ihn hier killen können. Er hat aber Aszendenz Rate, das heißt, wir müssen ein bisschen aufpassen gerade. Damit wir hier alles mögliche aufstellen. Kettenernte ging daneben. Wir outhealen das hier ein bisschen. Dann schauen wir, dass wir hier weiter reingehen können in ihn. Er hat hier auch schon Wall noch an. Jetzt geht mein Mana langsam zugrunde. Das heißt, ich habe nicht mehr allzu viel hier gerade. Er hat immer noch Wall gerade an. Wall habe ich leider nicht ready. Oh, nicht einmischen ins Wall Reward. Nein, Hunter, hör auf! Nicht einmischen. Jetzt können wir gleich reinsnipen. Er mischt sich in mein 1v1 ein. Ich habe so gut gegengespielt gerade. Ich habe so gut gegengespielt. Er hatte nämlich alle CDs ready gerade und ich habe gar nichts ready. Das hätte ich easy peasy gewinnen können. So, langsam sieht Snapper so positiv aus für uns, weil wir haben nur noch 10 Fahrzeuge und die haben gerade 12 hier am Start. Da ist der Warlock wieder am Start. Der Warlock hat mega sehr viel hier. Der healt wie wahnsinnig die ganze Zeit gegen an. Selbst hier gerade. Interessant, interessant. Ich meine, wir müssen nur Zeit rauszögern und irgendwie zu dem Turm mal rüberkommen. Sobald wir es schaffen, zu dem Turm rüberzukommen, was gerade einige versuchen, indem sie da drüben jetzt die Base einnehmen. Wir schauen nur, dass wir das irgendwie halten können, aber ich kann hier nicht viel machen gegen die Fahrzeuge, außer für den Flameshock zu gehen und da ein bisschen zurück zu pushen und immer wieder zu heilen hier. Mehr können wir hier leider gerade nicht mit ausrichten. Ansonsten werden wir den hier noch anzünden. Schauen, dass wir hier reinkriegen. Der Ele haut hier mit Stormkeeper gerade durch. Healen uns hier wieder. Der snipe mich die ganze Zeit da drüben mit seinem Fahrzeug jetzt. Der mag mich irgendwie nicht. Und dann gehen wir hier noch rauf. Okay, jetzt müssen wir ein bisschen sehr weit zurück pushen. Jetzt kommen sie nämlich von hinten auch schon mit einem Fahrzeug mit rein. Wobei, es sieht gar nicht so bad aus. Wenn ich Aszendenz hätte, könnte ich von Range hitten gerade. Aber das wird sich gerade nicht ausgehen. Jetzt stellen wir uns einfach hier hinten hin. Da kann er nicht so gut hitten gerade. Dann können wir uns ein bisschen leichter tun. Der Rogue pusht hier vorbei. Schauen, ob wir den Rogue hier Infight halten können. Okay, er kriegt einen Scatter. Ich Flameshock ihn schon mal. Schauen, ob er raufsteppen will. Er steppt nicht rauf. Okay, der Ele will auf mich gehen hier. Den Cast kriegt er aber auf dem Ding durch. Springen wir mal rüber und fliegen mit dem Gleiter zurück. Wir müssen hier echt schauen, dass wir wieder Fahrzeuge bauen jetzt. Aber ich will gerade keins bauen. Wobei, wir haben eine Base mehr. Das heißt, wenn wir jetzt Fahrzeuge shredden, haben sie immer weniger und weniger und weniger. Das ist big. So, wir zünden den nochmal an. Jetzt müssen wir nur schauen, wir kriegen Fahrzeuge down. Das ist gut, das ist sehr gut. Schauen wir, dass wir den Hunter da vorne gleich einsperren, wenn wir ein bisschen näher rankommen. Wir sperren ihn jetzt ein, er hat Shrinke, das bringt ihm aber gar nichts. Wir können hier Wind Fury ziehen, er geht direkt defensive. Und jetzt schauen wir, dass wir hier vielleicht ein Ding down kriegen. Oh mein Gott, der Hardswap instant auf mich. Kettenernte für Biggest Heals, Sprint, Trinket geht raus. Schauen wir, ob wir nochmal Stormkeeper anmachen können. Können wir nicht, weil wir tatsächlich selber nochmal gestunt werden. Fahren hier drüber, healen uns einmal, healen uns zweimal. Gleich kommt die Big Heals hinterher noch. Versuchen noch ein drittes Mal zu healen, aber es sind einfach viel zu viele Leute auf mir drauf mit den Fahrzeugen zusammen. Da ist es ein bisschen schwierig, das gegenzuhealen. Wir hätten noch Totem stellen können gerade. Das hätte mich zwar nicht gesaved, aber da hätten wir nochmal ein bisschen mehr geheilt. Jetzt ist das Problem, wir sehen nämlich sehr viele Leute hier drüben und die ganze Allianz ist halt bei uns. Aber sie werden weniger und weniger Fahrzeuge. Wenn wir die restlichen Fahrzeuge noch down kriegen, ist huge. Wir können uns auch Erdschild buffen sonst. Ich switch Erdschild immer mal wieder gegen Blitzschlagschild. Das ist immer... Ich spiele es gerne, aber ich nutze es nicht immer. Ich glaube, wir werden hier überfahren. Ziemlich sicher, oder? Nee? Warte, wir werden hier nicht überfahren. Wir stehen gar nicht schlecht da gerade. Wir roten den Pali hier, ne? Wir roten nicht. Oh, ich habe das Totem daneben gestellt. Der ist ja gerade noch rausgesprungen. Er dispelt sich hier nochmal mit seiner Dark Iron Dwarf Fähigkeit. Die ist auch so big einfach. Jetzt wird er nochmal stunt. Da haben wir ihn down. So, wir healen uns nochmal. Machen unseren Sprint dann. Schauen, dass wir hier ein bisschen nach vorne pushen können. Sie haben immer weniger Fahrzeuge gerade. Stellen hier ein Slow-Totem auf. Shell geht raus. Das heißt, wir switchen hier einmal auf den guten Retri-Paladin. Stellen uns hier einmal unseren... Wir purgen ihm seinen Hammer runter, damit er weniger Schaden hier macht. Das ist sehr, sehr geil. Wir machen Stormkeeper an, dann können wir nämlich hinterher snipen. Da geht nochmal ein bisschen was raus, aber
Das bringt ihm nichts mehr. Jetzt können wir hier für die Fahrzeuge gehen. Ich dachte gerade, man kann das slowen, aber die kann man ja nicht slowen. Da war ja was. Dann können wir nicht das hier killen. Der Shami will hier reingehen. Wir haben hier einige Leute oben. Ich gehe schon mal präventiv Wall, weil da war ein Schurke auch noch mit dabei. Oh, er hat meine Kettenernte gegroundet. Das war mehr Luck als Verstand gerade. Ich denke nicht, dass er das gerade tun wollte. Wir können ihn aber killen, looten ihn hier auch. Dann healen wir uns einmal und switchen ganz kurz auf das Katapult hier. Schauen, dass wir das down kriegen. Der Rogue sitzt hier, wir sperren ihn ein. Er zieht Rocket Boots. Ich werde hier schon wieder komplett niedergebrannt von dem Dingen hier neben mir. Oh mein Gott, dieses Katapult überfährt mich halt einfach. Ich sterbe mehr gegen Fahrzeuge als gegen Spieler hier gerade. Das ist der einzige, ich mag, also 1000 Winter und Alteraktal ist definitiv meine Lieblings-BGs, aber bisschen nervig immer, wie derart viel Schaden die Fahrzeuge machen. Aber man muss sagen, ohne die Fahrzeuge, wenn die Fahrzeuge weniger Schaden machen würden, dann würde es halt wieder keinen Sinn mehr machen gegen Spieler, weil dann kannst du halt nichts rausholen, wenn die Fahrzeuge nicht da sind. Deswegen macht schon irgendwo Sinn, aber trotzdem ein bisschen blöd, gerade wenn die ganze Zeit da drinnen stehen und keiner dann die Dinger fokussiert, war auch selber meine Schuld, gerade dass ich selber nicht draufgegangen bin. Dann hätte das ein bisschen anders ausgesehen. So, wir haben hier einen Schurken tatsächlich. Wir attacken den hier mal, stellen Wind für die Totem und fahren hier komplett rein in den Guten. Da geht er auch schon down. Der wollte sich hier wohl einen raussnipen gerade. Wie schauen wir da vorne aus? Da haben wir einen Vari am Start. Der Vari lebt erstmal weg. Wir schauen, ob wir den snipen können. Können wir nicht snipen. Da vorne ist ein Frostmagier. Kicken den Frostmagier. Purgen ihm das Ganze. Dann müssen wir hier leider trinketten und ich bin instant wieder Target. Und ich glaube fast, dass ich hier auch nochmal drauf gehe. Ich habe nämlich auch noch den Debuff und die Hunter Pads auf mir. Ich kriege auch gleich den Stun hier nochmal. Und ich kriege den Damage von den Fahrzeugen oben. Wir müssen schauen, dass das hier kurz ausläuft. Weil wenn das nicht ausläuft, dann kriegen wir nämlich eine Betäubung rein. Und das wollen wir, wenn es geht, vermeiden. Ist das einer von uns? Das ist einer von uns. Wir können einfach mal schauen, was der Schamane hier vorhat. Das Vesper-Totem will er hier ballern. Da hat er wohl verkackt gerade. Wir können ihn hier aber stunnen einmal kurz. Blitzschlag Lasso haben wir selber ausgeholt. Dann knockt er uns aus Panik. Dann geht er hier auch noch in den Wall, er stellt sein Erdelementar für Nomastan. Dann geht er in Nomastan, wir lassen uns sogar die Ehren und dann kicken wir hier direkt. Wir haben immer noch Kettenernte, aber er ist noch im Big Wall, deswegen lohnt sich das gerade gar nicht. Jetzt können wir hier einmal Kettenernte, er will hier für das Absorb Trinket gehen hier für Stormkeeper und der DK, der überfährt ihn einfach. Der hat seine Defensives gut gezogen, muss man sagen. Da sieht man, da sticken zwei, drei Leute drauf und du kriegst den überhaupt nicht runter. Einfach weil er halt wahrscheinlich, ich tippe mal ganz stark, er spielt Air Chill Legendary auch noch dazu. Das hilft nämlich beim Server-Ability auch nochmal sehr, sehr stark. So, wir haben da unten einen Jäger, der durch die Gegend eiert. Und den Rogue, ich habe ihn Flameshock, das heißt, wenn er nicht cloaked hat, dann wird er aufgedeckt eigentlich irgendwo. Er hat cloaked, oder? Ne, er hat nicht cloaked. Ich habe ihn nochmal, oder? Ne, ich habe ihn nicht nochmal. Alter, was rennt der hier? Wie kann der immer wieder restaffen, dass der nicht in Combat ist halt, finally mal, wenn ich den dauernd anschlage. Hier geht's ja nicht mehr. Das gibt es ja nicht mehr. Wir stellen hier einen Stun auf. Maybe kriegen wir einen Nope, er cloaked dafür. Das heißt, wir heilen den Vari hier einfach als Disrespect, damit er nichts machen kann hier. Zack, zack. Healen komplett gegen an. Schauen, dass wir einen Flameshock, damit er den nochmal finishen kann. Und dann können wir ihn hier finishen. Gerade als Disrespect nochmal den Vari gegengehealt. Jetzt steigt er einfach rein. Ich wollte dich gerade nochmal healen. Jetzt. 15 Fahrzeuge. Jetzt kommen wir dem Ganzen ein bisschen näher und wir versuchen langsam für die Türme zu gehen. Genau, das war genau das, was ich gemeint habe. Wir haben drüben eingenommen, sind nach unten gepusht, haben den ersten Turm down, zweiter Turm down. Ein Turm noch, wir sehen schon, die Zeit geht massivst nach unten hier. Und wir versuchen hier jetzt bei der Base einfach ein bisschen Progress mitzumachen. Und schauen, dass wir hier die Fahrzeuge noch killen, damit wir hier die letzte Base kurz einnehmen können, damit wir safer den Turm down kriegen. Wir schauen mal, wir können hier eigentlich auch Big CDs poppen wieder. Wir haben nämlich alles gerade ready, wir gehen direkt in ihn rein, versuchen dann den AFK-Warlock da hinten zu glauben, der versucht die einfach reinzurennen, in der Hoffnung, dass ihn keiner kennt. Kettenernte geht rein. Oh mein Gott, Alter. Erstmal komplett drüber gefahren. Wir schauen, was da oben noch steht. Wir haben noch Aszendenz ab. Ein Hit geht noch raus. Kriegen wir nur noch einen Flameshock raus gerade. Dann kriegen wir hier einen Lasso-Stun. Und dann gehen wir auch schon weg. Sperren die da hinten alle ein, stellen Stun-Totem drauf. Der charge trotzdem erstmal durch. Das juckt den gar nicht. Wir healen hier. Versuchen nochmal zu healen. Versuchen zu faken. Er geht eh in die Turtle. Das heißt, er kann eh nichts machen. Er will aber ein Fahrzeug bauen. Kann aber nicht den Turtle bauen. Das heißt, er muss hier gleich raus. Will einen trappen. Will einen Katapult bauen. Kann aber nicht machen, wenn er attacked wird. Das war nochmal der Verzweiflungsakt hier schlechthin. Haben sie in der Zwischenzeit schon den Mauer down? Nein. Die hätten nicht versuchen sollen, hier hinten zu deffen. Die waren halt alle Oberleutnant. Das ist im Endeffekt der Rang, den man hier kriegt. Und wenn man Oberleutnant ist, kann man Fahrzeuge bauen. Das heißt, wenn sie hier drüben hin verschoben hätten und mit 5-6 Leuten hier reingehen, fahren die durch hier. Da sind 4 Leute in der Def gerade. Die können das niemals halten. Gerade wenn irgendwie ein Schurken mit hast oder irgendwas mit einem
Oder ein Demon Hunter, irgendwas, was über die Mauer springen kann, damit sie gleich mal die Leute drin killen können. Oder halt ein Ranged Idee, der die Fahrzeuge killen kann. Ich glaube, der Turm geht ziemlich sicher down jetzt. Jetzt schauen wir, was der Rest hier macht. Der dismountet mich erstmal instant. Schauen wir, dass wir den Warlock hier vielleicht noch connecten können. Wir könnten sonst hier einmal unseren Stuff aufstellen. Dann können wir nämlich hier reingehen. Er ist hier full stun direkt. Ziehen hier nochmal Kampfrausch. Dann können wir nämlich hier über die restlichen auch drüber. Das scheint mir sehr, sehr schön zu laufen jetzt. Am Anfang sah es ein bisschen nach Struggle aus. Als ob sie es kurz umdrehen. Entschuldigung, aber dann haben wir das Ganze nochmal umgedreht. Das war, glaube ich, eh das erste, ist eh, glaube ich, das erste 1000 Winter, das wir überhaupt haben bei BG-Commentaries. Das Problem ist bei 1000 Winter halt momentan ein gutes zu kriegen, was man halt halbwegs recorden kann, weil die meisten 1000 Winter, oder zumindest bei mir, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber die meisten 1000 Winter sind bei mir einfach, ja, entweder der Attack gewinnt in 10 Sekunden oder die Death überfährt alles und der Gegnerfraktion gibt instant auf. Das ist entweder oder. Das ist mal eine Ausnahme hier. Wir sehen ja nur noch 5 Minuten jetzt. Das ist mal eine Ausnahme hier, dass sich die tatsächlich versucht haben, gegenzusträuben. Und hier mal versuchen, noch was zu reißen. So, jetzt suchen wir uns die letzten 5 Minuten, suchen wir uns noch mal ein bisschen PvP-Action. Dürfte nämlich hier drüben gespawnt sein. Bei den zwei Basen. Und da wollen wir natürlich mit reingehen und schauen, ob wir vielleicht nochmal ein 1v1 oder sowas finden. Wir buffen uns schon mal präventiv ihr Erdschild einmal ganz kurz. Damit wir hier ein bisschen leichter überleben können, falls uns irgendwas stickt. Wir haben ja einmal einen Afli-Lock. Wir haben keine Aszendenz-Ray, wir haben aber Burst-Totem ready. Das heißt, ich weiß nicht recht, ob wir hier für Ding direkt gehen, aber er rennt hier schon mal weg. Schauen wir, ob wir den einholen können gerade. Oben stehen ein paar am Friedhof. Wir können eventuell hier reingehen, können ihn hier einsperren, können hier einen Stun-Totem oben draufstellen. Scheint sich nicht, als würde er sich hier wehren noch. Der hat aufgegeben, der hat abgeschlossen hier. Der hat abgeschlossen hier, wobei die da hinten nicht. Wir können Stormkeeper einmal anmachen, versuchen hier einmal reinzugehen. Schauen, ob wir hier reinsnipen können. Leider keine Krets hier gerade. Wir haben hier Shell und der eine ist auch schon down. Okay, da sind unsere Fahrzeuge, sind schon wieder ein bisschen schneller gewesen gerade. Schauen wir, wo die sind. Anscheinend vorne sind sie noch. Wir werden hier gerade ein bisschen von der Wache hier in Fight gehalten. Die Wachen haben so viel HP einfach. Die wurden irgendwann mal mittendrin gebufft. Am Anfang hatten sie überhaupt nichts und jetzt haben sie einfach übertrieben viel Life und du kommst halt einfach gar nicht gegen an. So, das sollten wir eigentlich schon haben. Die spawnen zwar nochmal oben, aber die können eh nicht mehr viel machen. Da wird eh schon am Friedhof hochgeballert. Wie wahnsinnig. Ich meine, die sind kurz immun nach dem Spawn, aber sobald sie was machen, sind sie es dann nicht mehr. Schauen wir, ob hier vorne noch wer ist bei der Werkstätte. Aber das sieht mir so aus. Genau, da ist wieder der Tryhard Warlock. Ich würde irgendwie gegen ihn nochmal gern spielen. Wir können uns hier Wasserwandel buffen. Vielleicht erreichen wir ihn, aber ich tippe, er geht Richtung Sanken. Wir schauen einfach mal, ob wir rüber pushen, aber da sind die ganzen Alis. Genau, da versuchen wir jetzt nochmal ein bisschen reinzugehen gerade. Da sind auch ihre Fahrzeuge. Oder zumindest ein Fahrzeug spielt hier fangen, glaube ich. Da fahren die ganzen, da oben siehst du halt die ganze Mauer entlang unsere Fahrzeuge. Das eine versucht hier irgendwie verzweifelt wegzukommen. Das ist ja mal nice. So, was haben wir hier? Wir haben hier einen Magier, einen undergearden Magier. Wir können den Magier hier maybe einsperren. Wir sperren ihn ein, stellen Stun oben drauf. Schauen, was er vorhat hier. Ist hier Stunt, Blink hat er noch ready, da mischt sich aber schon jemand ein hier in meinen Geschehnisse. Und dann pushen wir hier nach oben, einmal mit Sprint, versuchen wir gar nicht erst aufzumounten. Aszendenz hätten wir nochmal ready, aber ohne Totem ist nicht ganz so geil, aber man kann trotzdem halbwegs Schaden damit anbringen. Dann, das ist eh der Lock, den wir gerade vorher gesucht haben. Der geht hier nochmal richtig tryhard auch für Fahrzeuge zerstören und so weiter. Schauen wir, dass wir hier gleich mal Anti-4 stellen, falls er uns hier 4 will oder irgendwas. Dann maybe Snipe, bevor er sieht. Oh mein Gott, er hat's reflected. Er ist next level lucky. Ich glaube, er wollte den Shadow Priest reflecten, nicht mich. Als ob er für Kettenernte reflect geht. Überhaupt noch nicht gesehen. So, wir haben hier einmal Hunde, wir haben Stormkeeper, er trappt mich. Wir gehen mit Stormkeeper einmal rein, zweimal rein, Schock hinterher. Wir fliegen hier, es geht die Turtle an, es geht Flashcraft an. Wir schauen, dass wir ein bisschen weiter vorne stehen bleiben, damit er wieder nach hinten rennen muss. Dann können wir ihn hier slowen. Wir slowen ihn hier. Jetzt können wir ihn einsperren. Können hier einen Stun stellen. Stun steht. Dann haben wir wieder Windfury Totem ab. Jetzt können wir für Biggest Damage gehen. Er knockt uns hier nochmal. Wir gehen für Big Heal. Wir slowen ihn wieder. Wir gehen hier für Sprint. Schauen, dass wir Uptime halten können. Können ihn dann hier zerstören. Gehen auf den Demon Hunter. Demon Hunter ist erstens Undergeared und zweitens laggt er wie wahnsinnig. Oder er back. Oder er ist Keyboard Turn oder so. Ich weiß es nicht, was das gerade war. Das Movement war gerade mehr als merkwürdig. Ich weiß nicht, was das gerade war, einfach. Das war
mysteriöses Movement auf jeden Fall. Da war nochmal ein Schurken, den werden wir nicht nochmal kriegen. Er hat nochmal sein Bestes versucht, hier der gute Billy Boy mit seinem Totem einmal. Die haben tatsächlich noch eine Wand down gemacht, seht ihr? Man sieht halt, wie schnell das geht einfach. Da waren, glaube ich, zwei oder drei Fahrzeuge einfach nur. Die sind hier beinahe durch. Und der Pali will ja auch nochmal unbedingt. Jo, okay, da kommen wir nicht ran. Der hat viel zu viel Mobility gerade am Start. Jo, den Rogue, da kommen wir aber ran. Da können wir vielleicht noch was da anstellen. Oh, da wird er schon weggesniped von den Fahrzeugen. Vielleicht kriegen wir den Vari gerade noch. Totem ist nicht in Range. Da drüben sieht es aber nach Spaß aus noch. Vielleicht die letzten 40 Sekunden noch was machen hier. Der Hunter stirbt hier. Oh, da sieht es echt nach Fun aus. Oh, wir sperren alles ein. Es ist so sick gerade. Oh, jetzt sieht nochmal Kampf raus. Was? Kettenerde geht rein. Oh, Kettenerde führt durch. Wir gehen nochmal Wall. Oh, jetzt gehen wir mal drauf. Okay, das BG ist vorher vorbei, bevor wir irgendwas machen können. Das ist vorher vorbei, bevor wir noch was machen können. Okay, wir schauen uns unsere Stats an. Wir haben 13 Kills. Wir sind 5-mal gestorben. Haben hier 1,2 Millionen Damage dann und 1,4 Millionen Healing dann. Wie gesagt, Enhancer hat momentan immer noch den stärksten Heal in-game. Allerdings hat er halt, sein Heal ist halt beschränkt quasi aufgrund vom Mana. Das heißt, er kann halt nicht permanent healen. Wir haben sogar den meisten Heal in-game. Trotz dem Holy Priest. Anscheinend waren hier nicht viele Heiler in dem BG. Ein Holy Paladin, ich habe einfach alles out-healed. Sehr, sehr nice. Damage sind wir nicht ganz oben dabei, aber wie gesagt, haben wir den permanent im Zerg drin, weil gerade als Ding kommen wir nicht wirklich voran. Das sind die meisten genau Ele-Zerstörung überleben. Alles, was ein bisschen Range ist, ein bisschen vor mir. Die können nämlich auch bei den Fahrzeugen dann ein bisschen mehr Schaden anrichten, im Gegensatz zu mir, wenn ich reingehe und vom Katapult verbrannt werde. Ansonsten hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat. Wenn ja, Däumchen nach oben. Wenn ihr noch Fragen habt, wie immer ab damit unten in die Kommentare. Vergesst auch nicht mit meinen Social Media Networks zu folgen. Alle Links sind immer unten in der Videobeschreibung. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video oder im Livestream. Bis dahin. Haut rein. Ciao.